eigendynamiek krijgt die man niet ganz immer past. Weil das passiert mir so häufig, dass Leute sagen, du, also, jetzt kennen wir die, eigentlich haben wir die ganz anders eingeschätzt. Aber im Großen und Ganzen gehe ich recht konform mit ihm. Ich habe ihn immer dabei, also der Hans hat den Falken immer dabei, und wenn dem Hans nichts mehr einfällt, fragt dann, hat er meistens irgendein Goscher, der Antwort auf Lager. Etwas, was ganz lustig ist, da gibt es das Falkogramm, deine Kurzbiografie. Ich habe das überhaupt nicht gewusst, dass dein Name Falco vom Skispringen kommt. Bist Ach du sportlich? Ja, das habe ich auch schon vergessen in der Zwischenzeit. Da steht ein DDR-Skispringer Falco Weißpflog. Bist du sportlich? Naja, also bis zum Skispringer hat es nicht gereicht. Es hat, was den Sport angeht, also wesentlich mehr zu den Werbeverträgen mit den Sportartikelherstellern gereicht. Das sind meine Ambitionen. Aber ich habe mir damals gedacht, ich brauche einen, um das jetzt ultimativ noch einmal zu erzählen. Das war die Frage, war. Ich brauche einen Namen, wer ein Popstar Hansi Hölzl ist. Kann man sich erst vielleicht 1990 vorstellen, aber nicht 1980. Mhm. Und der Name war gut, ne? Finde ich ganz okay. Also es ist nicht aus der Motivation des Skispring-Fans? Nein, der hat nur diese Frisur gehabt, und da ist man noch den Telemark gesprungen. Ja, genau. Gedacht, um Gottes Willen, das ist der absolute Punk. Ne? Okay, bevor wir jetzt noch länger weiterreden, das neue Video gibt es zu präsentieren. Wer es noch nicht gesehen hat in den großen 10 letzten Sonntag, hat jetzt die Chance. Präsentierst du vielleicht selbst die neue Nummer? Da ist die Kamera. Damen und Herren, Wiener Blut, Falk. Und hier geht's los.